Willkommen Reisende, wir befinden uns in Soulstone Survivors. Super cooles Spiel. In Level 2 und 3 habe ich schon mit Fluch 1 abgeschlossen. Und jetzt probieren wir mal das erste Level mit allen Nummer 1 Flüchen. Bis jetzt noch nicht geschafft, keine Ahnung, warum das in dem ersten Level so schwer ist. In den anderen ganz einfach. Werden wir mal gucken, vielleicht haben wir ein bisschen Lootglück. Kommt auch immer drauf an, was wir bekommen als Fähigkeiten. Und vor allem, wann wir sie bekommen. Ich habe dem hier, ist der Pyromancer freigeschaltet. Und auch direkt neue Waffe freigeschaltet. Werden wir mal gucken, wie weit wir es schaffen. Mit der neuen Waffe. Ah, hier Feuerschild, das ist auch schon mal gut. Machen wir eine Brandaura. Wie am Boden zu erkennen. So. Ja, jetzt die Frage. Mit Golem spiele ich das immer nicht, sondern nur mit unheilig Sachen. Werden wir mal machen. Die werden wir aber austauschen. Weil die Arkanen-Fähigkeiten sind super. Zum Beispiel die Feuerfähigkeiten spiele ich auch nicht so gerne. Bei dem Pyromancer. Auch wenn das vom Namen her ja super passen würde. Bisschen schneller machen. Mal ein bisschen Kristalle einsammeln. Und da ist jetzt ein Bärenkämpfer aufgetaucht. Da. Den mal runterkloppen. Jetzt den hier. Wenn wir am Anfang ein bisschen Leben verlieren, ist gar nicht schlimm. So, Arkane Scheibe, das ist schon mal gut. Und am Ende, wenn man es in einer gewissen Zeit schafft, kann man auch noch weitere Modi spielen. Wenn wir es schaffen, zeige ich euch das dann. Es gibt einmal den Unendlichkeitsmodus. Und einmal so eine Art Hölle. Wenn man Flüche aktiviert hat, haben die dann... Jetzt kriegen wir schon wieder nur Mist. Kommen dann immer direkt zwei Bosse, anstatt nur einer. Die haben nochmal 100 Leben, 100% Leben extra. Hier haben sie schon 80% durch die Flüche extra. So, wir brauchen mal ein paar Sachen hier. Und ist super schwer. Dieser Schattenstachel, den will ich nicht. Echt hoch, dass wir den bekommen haben. Müssen wir dann gleich mal austauschen. Arkane Funken. Die sind super. Vor allen Dingen, wenn man die schön hochgelevelt hat. So, der erste Boss. Dann holen wir uns mal Zerbrechlichkeit. Ja, und bei Flüchen gibt es auch Meteoriten, die von oben kommen. Man sollte natürlich nicht in einer Tour reinlaufen. Also jetzt läuft ja mal gar nicht. So. Magneteimer. Der Boss ist hin. Oh, nur Scheiße. Die Fähigkeiten müssen wir gleich alle austauschen.
Jetzt sollten wir mal nach einem grünen Kristall gucken. Ist eigentlich nicht weiter schlimm. Mit jedem Level bekommen wir Leben wieder zurück. Aber wenn hier irgendwo einer ist, können wir den ja einsammeln. So. Oh, ey, wir kriegen nur Mist. Die sind noch schlimmer. Also. Weiß auch nicht. Kann besser laufen. So, Schaden erhöhen. Aber es ist ein sehr schönes Spiel. Jetzt zu Weihnachten. So. Gibt es einen versteckten, weiß gar nicht, einen Boss oder so, den man finden kann. Ich weiß aber auch nicht, in welchem Level und auf welcher Schwierigkeitsstufe. Vielleicht finden wir ihn ja, wäre ja cool. So. Oi. Nur Mist. Nehmen wir noch ein Feuerschild. Mehrfachwirkung für Donnerschlag. Ja, brauchen wir nicht. Weil Donnerschlag will ich eigentlich noch austauschen. Und wenn man nur auf Normal spielt zum Beispiel, ist es super schwer, in unter 8 Minuten das zu schaffen. Mit Flüchen ist es einfacher, weil da doppelt so viele Gegner kommen. Aber dennoch ist es ja dadurch auch schwerer. Ich habe es bis jetzt leider noch nicht in unter 11 geschafft. Oder 12, nee, warte, 11,56 oder so habe ich es geschafft. Mit Flüchen an. So, magisch. Ja, die sind auch nicht so toll. Oh ja, dann nehmen wir jetzt die Mehrfachpower für Donnerschlag. Hilft ja alles nichts. Immer schön die gelben Sachen einsammeln. Und mit Golem spielen muss man eigentlich gar nicht mit dem Charakter hier. Wäre gut, weil die einem die Angriffe vom Leib halten. Ja, aber geht auch ohne. Weil man hat dann noch das Problem, dass die Bosse und die Gegner alle so weit weg sind. Da musste das hinlaufen. Dann ist das mit der Zeit noch schwieriger. Und so versuchen die ja wenigstens, mich alle sofort anzugreifen. Oh. Versehentlich in einem lila, roten Fleck gestanden. Die manchmal zu erkennen, ist eine Kunst für sich. Ah, der Boss ist tot. Da machen wir mal 10% auf alles. So. Schadenserhöhung für die arkane Scheibe. Ey, nur Mist. Erhöhen wir halt Donnerschlag nochmal. Dann müssen wir jetzt mit Donnerschlag leider spielen. Jetzt noch zu tauschen ist schon zu spät. Ich weiß auch nicht, ich habe auch nicht mehr viel zum Upgraden. Also der passiven Sachen, die dauerhaft aktiv sind. Ist fraglich, wie man dann Fluch Level 7 schaffen soll. Weil Level 2 freischalten musste einmal alles. Alle Flüche auf Stufe 1 aktiv haben und gewinnen. Und
Stufe 3 freischalten, musst du Stufe 1 und 2 aktiv haben, um die freizuschalten und logischerweise auch gewinnen. Ich habe schon einmal Stufe 2 probiert, also mit Stufe 1 und 2 beides aktiv. Es lief nicht so gut. Mein Meteoritenschauer hier, der macht auch so viel Bodeneffekt, da sehe ich überhaupt gar nicht, wo ich hinlaufen muss. Bisschen viel los hier auf dem Boden, aber naja. Ein Boss gibt es, der dreht sich. Macht so einen Rundumschlag. Da ist völlig egal, wie viel Leben man hat. Der haut einen mit einem Schlag, wenn er einen erwischt, direkt um. Ein bisschen wenig Feinde haben wir gerade. Könnten ja mal ein bisschen mehr werden. Also dauert das viel zu lange. Oh, da ist ein Boss. Nee, warte mal. Ist das ein Boss? Gut möglich. Ja, ist ein Boss. Dauert nämlich viel zu lange. Man muss 2000, weiß ich gar nicht, 500, 600 Feinde eliminieren. Bis überhaupt erst der fünfte Boss auftaucht. Und das dauert irgendwie alles viel zu lange hier. Deswegen ist das mit der Zeit. Wir liegen jetzt schon bei über 8 Minuten. Keine Ahnung, wie man das macht. Werde ich noch herausfinden. Vielleicht mit einem anderen Charakter, anderen Bild. Vielleicht andere Fähigkeiten auswählen. Muss man alles noch gucken und herausfinden. Und immer schön hier in der Mitte im Kreis laufen. Dann kommen die Gegner zu einem. Man muss nicht so weit laufen. Oh, mal Schadenserhöhung. Hätte euch gerne noch die andere Arcane-Fähigkeit gezeigt, dann sieht man gar nichts mehr. Es gibt nämlich Tornados. Arcane-Tornados. Und wo ist der Boss? Irgendwo da die Richtung. Hm, da steht er. So. Und warte mal, ist das gar nicht der Boss? Welcher von den beiden ist der Boss? Vielleicht sie? Hm. Ja, scheinbar schon tot. Also 2600 müssen wir besiegen. Damit wir dann den fünften Boss aktivieren. Wir können uns ja dann gleich mal den nächsten Modus anschauen. Und der Unendlichkeitsmodus bestimmt gut. Ja. Nehmen wir das. Damit man mehr Kristalle sammelt, denke ich mal. Echt sehr viele Monster. Ja, wir brauchen immer noch 200. Und wenn man in dem Höllenmodus eintritt, behält man seine bis dahin gesammelten Fähigkeiten. Man muss nicht direkt von Null anfangen. Das ist auch sehr gut.
Ja, könnten die letzten jetzt mal sterben? Das dauert hier alles viel zu lange. Und neu ist, es wird angezeigt, aus welcher Richtung der Boss kommt. Da, Kettenblitz, jetzt weißt du. So. Das ist, glaube ich, der. Ja, der so einen Rundumschlag hat. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Ja, hier. Boah, wenn der einen trifft, ist man direkt hin. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Shit. Da ist er. Also sein Drehangriff ist echt. Oh nein, Scheiße. Oh. Ist nicht wahr. Beim letzten Boss. So ein Mist. Müssen wir das nochmal probieren. Vielleicht kriegen wir jetzt bessere Fähigkeiten. Es gibt wohl auch noch einen Arkan und einen Eiskämpfer. Den Eiskämpfer wollte ich als nächstes uns mal holen. Oder den Arkan, mal gucken. So, hoffentlich kriegen wir jetzt bessere Fähigkeiten am Anfang. So. Immerhin sammeln wir ein paar Kristalle. Weil wir brauchen auch von jedem Boss, jeder Boss gibt einen unterschiedlichen Kristall. Zum Aufwerten und Aufleveln der Fähigkeiten und alles. Boah, ist nicht wahr. Dann nehmen wir jetzt magische Geschosse. Aber da müssen wir wieder zielen. Das ist gar nicht so einfach bei ein paar hundert Gegnern auf dem Bildschirm. Noch geht's, aber wenn es nachher so voll ist. So, Loch ist ja ganz easy. Aber wir müssen viel mehr und viel schneller die Gegner vernichten. Ah, da ist schon wieder so einer. Ach ja, hättest du mal die Güte einfach tot umzufallen. Geht doch. Da kriegen wir halt noch eine nächste Scheißfähigkeit. Jetzt haben wir noch zu den geschossenen Blitz. Müssen wir auch noch lenken. Kann es ja schon wieder nicht sein. Also mal hat man, läuft super. Dann hat man wieder die Fähigkeiten, die kommen, sind der letzte Müll. Ja, so, arkane Scheibe. Erhöht die Angriffsfähigkeit. Mehrfachwirkung. Kettenblitz, super. Jetzt noch eine arkane Fähigkeit, wenn das Spiel nicht gleich stehen bleibt. Okay, da ist der Boss. Nein, oh ja, scheiße. Ja, der ist einfach direkt tot umgefallen, also mal im Ernst. 80% mehr Leben. Stell dir vor, wir machen das auf Nicht-Fluchstufe 1. Dann ist er ja kaum da tot.
Oh. Ja, dann nehmen wir mal die hier, die hatte ich noch nie. Also heute kriegen wir nur schrottige Fähigkeiten zur Auswahl. Kein Lootglück. Aber in Stufe 11 ist das Maximum. Ah, Arkane Funken. Ja. Macht's auch nicht besser. Müssen wir noch mehr zielen. Mehrfach Wirkung. Mehrfach Wirkung auf legendär. Also können wir zweimal hintereinander direkt aktivieren. So. Jetzt haben wir wenigstens auch ein paar Fähigkeiten, mit denen wir nicht zielen müssen. Ja, bis zum zweiten Boss dauert ja schon wieder viel zu lange. Vor allen Dingen ist es auch egal, wie viele Kristalle wir einsammeln. Wichtig ist, dass wir die Gegner alle töten. Ah, Todesstrudel jetzt auf einmal oder was? Aber wir haben aber schon auf Stufe 5. Oh, nee. Ja, dann lassen wir das jetzt mal. Da, 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 da. Gut ist halt nur, wenn wir die Fähigkeiten schnell hochkriegen. Ja, die stehen alle viel zu weit auseinander, die Gegner. Kommt doch mal alle ran hier auf den Meter. Crit ein bisschen erhöhen die Chance. Schadenserhöhung von dem Lichtstrahl. So, wo ist denn das Symbol für den Boss? Rechts oben. Da ist er. Ja, komm, fall tot um. Reicht jetzt auch. So. Boss ist tot. War das drei Level hintereinander? Lagen wohl gut Kristalle rum. Und wir haben ihn leider so schnell getötet, dass das Spiel nicht mitkriegt, dass er tot ist. Jetzt zählt es erst weiter. Dann gibt es hier noch Giftschlangen, die sind echt ein bisschen nervig. Und Spinnen, die Spinnennetze erzeugen, die einen verlangsamen. Du, 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 du. So, immer alles einsammeln hier. Bisschen zielen.
Gut ist halt der Kettenblitz. Der macht ordentlich Schaden. Super, bis zum dritten Boss dauert auch schon wieder ewig. Aber ich sage, fünfte Boss super easy hingekommen. Und dann erwischt er einen, zack, tot. Ah, guck mal, da ist ein Boss. Oh nein, 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 nein. Der ist viel zu schnell. Wir brauchen Level-Up, damit wir wieder geheilt werden. Oh nee, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Warum ist denn der so schnell? Ah, er ist tot. Aber wir brauchen trotzdem Level Up. Wir sind gleich mausetot. Das ist, weil man nicht vorher weiß, welcher Boss kommt. Ah, so ein bisschen geheilt. Liegen hier überall Erfahrungspunkte rum. Wo ist denn die Mitte? Da, so. Wo ist der Kristall vom Boss? Da. Hm, wir nehmen das. Boah, ist ein Feuerschild. Vorsichtshalber. Kann ja nicht schaden. Ja, wir sind ganz schön langsam. Wir sollten uns vielleicht mal ein bisschen schneller machen. Und was? Wieso ein Boss? Okay. Und wo ist er jetzt? Ich sehe. Ach, da ist er. Nein. Hm, tot. Okay. So. Oh ja, hier episch. Das ist ja geil. Oh Gott, ich sollte vielleicht nicht in jede rote Fläche reinspringen. Aber naja, sehr schwierig. Man sieht sie nämlich fast gar nicht mehr. Ja, dann holen wir uns mal so ein. Oh Gott, wo ist denn der Heilkristall? Ah, da oben. Hat doch hier eben einer angezeigt. Da, 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 da. Da. Die Selbstmordattentäter, die sind auch die Härte. Die haben Dynamitfass auf dem Rücken und sprengen sich einfach. So, noch 300 Gegner. Also vielleicht die hier stehen, keine Ahnung. So, ja, wir Crit mal ein bisschen erhöhen hier. So, da sind ein paar Schlangen. Wölfe.
Das Schlimmste sind die Hindernisse. Läuft man mal gegen oder verhakt sich drinne, gar nicht so gut. Wir müssen überlegen, ob wenn der Boss kommt, wir hier vielleicht ein bisschen rausgehen. So, ja, am besten mal... Ach, 15 Gesundheit nur, ist das ja jetzt mal gar nichts. Ja, gleich taucht er auf. Ungefähr dieselbe Zeit wie eben. Oh Gott, da ist er. Boah, ja. Lass mich nur nicht zielen hier. Was soll denn das? Mann. Cool. So. In dem blauen kehrt man zurück. Das ist der Unendlichkeit-Modus. Und das ist der ja, Teufel-Modus oder Höllen-Modus. Das Problem ist, wir haben ja jetzt hier schon, dass die alle stärker sind. Wenn wir da reingehen, haben die nochmal 100% mehr. Und nochmal doppelt so viele. Und ich glaube, dafür sind wir ein bisschen sehr schwach. Wir haben die Fähigkeiten nur auf 7, 9, 5, 3 und 6. Es ist nicht so gut. Wir können uns ja mal den Unendlichkeit-Modus angucken. Gewinne ein Spiel, was? Da stand eben irgendwas. Also hier haben wir wieder 5 Lords. Also Bosse, die wir töten müssen. Natürlich aber auch jetzt viel mehr Gegner. Und immer noch auf solche Level 1. So. Crit ein bisschen erhöhen. Gnadenlos. Ich hatte auch noch nie alle Fähigkeiten auf Stufe 10, also kann ich gar nicht sagen, ob das besonders ist dann irgendwie oder man dann extrem noch einmal stärker wird oder was dann die nächsten Upgrades geben. Das kann ich euch leider nicht sagen. Aber so weit müssen wir erstmal kommen. Was? Wir haben eben Schaden bekommen. Wo war das denn jetzt schon wieder? So, die arkanen Scheiben sind jetzt Level 7. Naja, gut, die haben jetzt auch extrem viel mehr Leben. Das dauert ewig, bis wir hier die getötet haben. Ah, Schadenserhöhung für Kettenblitz. Unheil, Unheil machen wir dreimal. Das ist gut. Also ist interessant, der Unendlichkeit-Modus. Er ist nochmal wesentlich schwieriger, da sie viel mehr Leben haben. Aber dafür kann man hier noch gut aufleveln. Naja, wenn man nicht stirbt, logischerweise. So, wo ist er denn? Ja, krass. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Da ist er.
Ja, okay, der hat geringfügig mehr Leben als sonst. Ja, oh ey Gott, lass ihn doch sterben. Also, wir sind gut vom Leben runtergekommen, du. Also, das ist jetzt aber heftig. Was nehmen wir? Stach. Erhöht die Fähigkeit? Geht doch gar nicht. Also können gleich, wenn wir die anderen auf 10 haben, mal gucken. Aber eigentlich dürfte das ja gar nicht gehen. Oder im Unendlichkeitsmodus ist das irgendwie anders geregelt. Mal ein bisschen einfrieren und langsamer machen die Gegner. Dann haben wir mehr Zeit drauf rumzuprügeln. Also momentan sieht es aber noch gut aus. So. Jetzt haben wir Arkane Scheibe auch auf 10. Kettenblitz. Der ist erst auf Stufe 5. Das geht ja mal gar nicht. Boah, das sieht so cool aus. Oh Gott, ich habe Schaden bekommen. Attacken machen auch voll die coolen Fähigkeiten. Na, unsere Brandaura mal ein bisschen erhöhen. Ist ja jetzt ein Riesenkreis. Boah, legendäre Power. So. Ach, die ist auch erst auf Level 4 gewesen. Unsere Brandaura. Boah, hier lässt sich bestimmt... Ja, 30.600 Kristalle haben wir schon. Krass. Wir sind auf Level 11 und Level 12. Ich weiß gar nicht, dass das geht. Das ist ja geil. Dann kann man die so hoch stacken, wie man will. Da müssen wir jetzt uns aber mal anstrengen und gut überleben. Aber warte mal, wir sind im Unendlichkeitsmodus, aber es gibt nur 5 Bosse? Dann wird danach bestimmt der Unendlichkeitsmodus noch eine Stufe schwieriger. Naja, sehen wir ja dann. Falls wir es bis dahin schaffen. Da, da, da. Boah. Fähigkeiten hochstecken. Ganz klare Sache. Ja. Dafür, dass der erste Versuch gar nicht so gut lief. Also er hat nur nicht so viel Lootglück und wurden halt vom Endboss getroffen. Aber ansonsten. Kettenblitz. Kettenblitz ist immer gut. Alter, unser Brandaura ist ja riesig. Wir müssen nur halt immer auch schön die Kristalle einsammeln. Mal die Magnet erhöhen. Das Leben machen wir gleich. Schadenserhöhung. Schadenserhöhung. Feuerschild. Hier ist ja was los.
Aber es dauert wirklich sehr lange, bis man zum nächsten Boss kommt. Oh, da ist er. Boah, ich sehe gar nicht, ob sie gerade eine Fähigkeit vorbereitet oder ob ich das bin. Ich sehe gar nichts. Also Leben haben wir noch. Der Boss ist schon gut runtergeprügelt. Ja, nehmen wir mal Hauch von Eis. Oha. Okay. Ein bisschen schneller. Alter, ist sie tot? Scheint so. Ja, komm, hauen wir noch mal ein bisschen Gift dazu. Warum nicht? Können wir uns ja mal hier oben wieder hinstellen. Die alle mal hierher kommen lassen, bitte. Danke. Der Fußboden ist so am Glühen, ist echt keine Ahnung. Also ein paar Fähigkeiten erkenne ich noch, aber... So. Also zwei haben wir. Müssen wir mal gucken. Wie wir das... überleben. Aber wir haben erst 38.600 Kristalle gesammelt. Nein. Oh nein. Jetzt bleibe ich sogar an den Gegnern hängen. Ist doch Absicht. Und unser Brandbereich ist so groß. Alter, wie hoch kann man das denn machen? Echt fraglich, bis welche Stufe jetzt die Fähigkeiten gehen. Allerdings sind ja nicht mal viele Gegner. Die sind einfach nur, halten sehr viel Leben aus, also. Können wir unsere Brand... Oh, hier ist noch mal selten. Oh, nee. Ja, jetzt sehe ich wieder nichts. Ist ja so ein Mist. Ui, ui, was? Oh, da ist Gift auf dem Boden. Oh, Alter, ich sehe gar nichts. Oh, er ist tot, aber das Gift liegt immer noch auf dem Boden. Alter Schwede. Oh, jetzt der Kettenblitz erst auf Stufe 10. Das ist so cool. Es ist so voll. Das macht es so schwer. Richtig geil. Oh, voll cool. Ja, mal ein bisschen die Gesundheit hoch machen. Weil wer weiß, was die anderen... wer die anderen beiden Bosse sind. Ich weiß auch nicht so genau immer, in welche Richtung ich ziele.
Weil je nachdem, wo ich stehe, sehe ich unsere Maus nicht. Oh ja. Da, 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 da. Was, wie jetzt schon? Sind gerade 100 auf einmal gestorben oder was? Ich sehe leider nicht, wo er ist. Wo ist er denn? Oh Gott, was ist das für eine Fähigkeit? Herrgott, wo ist er denn? Oh ne, der da. Alter. Also gut möglich, dass der uns gleich killt. Ich sehe nämlich gerade gar nichts. Boah, Alter. Oh. Oh nein, was? Ha, nee. Durchatmen. Das da. Jetzt muss ich hier um diesen blöden Stein in einer Tour rumlaufen. Boah, Alter. 110 Schaden, Alter. Obwohl... Weil er uns einmal getroffen hat, oder was? Oh nein. Boah. Stirb doch. Das Spiel mag das vielleicht eher nicht so. Herrgott. Oh, lass mich weiterspielen. Oh, er ist tot. Oh, Alter. Das Spiel ist gut programmiert, dass es noch nicht gecrashed ist. Ja, macht doch den Kristall kaputt, Mensch, Skinners. Boah. Also, das sollte man vielleicht nicht mit jedem Computer spielen. Lieber noch ein bisschen Gesundheit. Ich weiß jetzt auch nicht, ob hier irgendwo ein grüner Kristall ist, damit wir uns mal ein bisschen heilen könnten. Also wir heilen uns ja auch über die Level, aber dafür müssen wir erstmal eins aufsteigen. Und ich glaube nur 6 pro Level. Also 6 Lebenspunkte pro Level. So. Kommt alle hierher. So. Oh. Erstmal die Fähigkeiten alle noch krasser aufbauschen. Warum nicht? Aber cool ist, wir haben auf jeden Fall Stufe 1, also das erste Level, das was man von Anfang an hat. Auf solche Level 1 komplett geschafft. Das war schon mal gut. Weil das bis jetzt wollte er es immer die ganze Zeit nicht. Keine Ahnung. Obwohl es ja das Anfangslevel ist. Die anderen dagegen, die waren direkt im ersten Versuch fertig. Hab die dann noch ein paar Mal gemacht. Für Kristalle und alles. Zum Freischalten der ganzen Sachen. Ja, kann gut sein, dass es gerade schon wieder hakt, weil es ist noch ein Toter bis zum Boss. Muss überlegen, wir hauen 56.000 Schaden rein und die killen, die sterben einfach nicht. Aber gut, ist auch ein Early Access, ist jetzt nicht so schlimm. Müssen wir halt mal kurz warten. Lieber nichts machen, weil ich wollte schon. Da. Nee, wo? Ha. Gott, wo ist er? Ein Ice Lord. Okay, da ist er. In der Mitte. Oh Gott, ich sehe seinen dämlichen Bereich nicht. Oh Gott. Wir haben nicht viel Leben. Oh, geh doch sterben, ey.
Wo ist er denn? Da. Mehr Gesundheit? Boah. Ja, nee. Ah, stirb. Ich sehe die roten Flächen nicht. Oh, oh, oh. Nein, nein. Los, stirb. Mir egal, stirb. Nein. Oh, krasse Scheiße. Oh. Ah, oh, ist jetzt lieber hier nochmal ein Leben nehmen. Will im Portal, ich bin Eiser. Oh, alter Schwede. Boah, wir können das nochmal machen. Entkomme der Leere oder gehe noch tiefer sind die Ziele. Mhm. Ich glaube ja eher nicht. Das stresst ja halt enorm. Wir sind Level 108. Wann gibt's einen Erfolg? Mal gucken. Steam öffnen. So, Erfolge, Erfolge, Erfolge da. Für welches Level gibt es einen Erfolg? Also für Charakterlevel 50, aber gibt es auch für Ingame die Level? Geil, Song. Overlord Zyklus 1, 2, 3. In Zeit schaffen. Waffen. Nee, so wie es aussieht, gibt es keinen. Complete the Endless Modus Circle 1. Haben wir 9. Wieso 9? Also es gibt für den Unendlichkeitsmodus gibt es einen Erfolg. Ah. Aber wie lange müssen wir den spielen, Alter? Ah, hier, Level. Level 100 in einem Match, Level 150 in einem Match, 200 und 250. Boah. Wir sind 108. Wie lange soll man das denn? Hm. Oh, Alter, die werden doch bestimmt jetzt noch schwerer, oder? Oh Gott, warum sind jetzt da alle Kristalle aufgetaucht, die man sammeln kann? Was zum Henker? Gott. Und das soll man 100 Mal machen, oder was? Das ist ja brutal. Aber man soll Level 250 erreichen. In einem Single-Match. Das kann man ja dann eh nur in unendlich machen. Weil vorher fallen die Bosse ja einfach tot um. Also irgendwie ist das jetzt leichter. Ich kann das freihändig. Oh. Ja. So geht das natürlich auch. Ey, Alter, irgendwas hat uns getroffen. Aber was? Die sind so schnell tot. Ey, was trifft denn uns da? Also es ist keiner der Gegner. Weil die fallen ja einfach instant tot um. Dann müssen wir uns jetzt mal ein Leben organisieren, wa? Ich denke mal gar nicht. Hey, hier wurde doch... Ach, sind wir schon durchgelaufen. Haha. Laufen wir jetzt mal wieder in die Mitte.
Kristalle einsammeln. Ah, das ist ja Stress pur. Also jetzt geht's voll entspannt. Aber zum Ende hin eben. Oh, guck mal, schon ein Boss und der ist rechts unten. Ja, klar, der hat jetzt noch mehr Leben als sowieso schon. Es dauert richtig, den runterzukloppen. Ah, doch nicht. Ja, mehr Leben ist besser. Weil durch irgendwas bekommen wir ja anscheinend ab und zu dann doch Schaden. So, aber echt, wie hoch kann man denn bitte die Fähigkeiten leveln? Im normalen Zyklus ging nur 10. Seltsam. Aber gut, wir machen jetzt schon gut Schaden. Die sind relativ schnell tot, alle. Aber wir können ja noch mehr Schaden machen. Schadet ja gar nicht. Schaden schadet nicht. So. Ja. Die kommen ganz schön nah ran, muss ich ja mal sagen. Wir müssen aufleveln, ganz klare Sache. 15% mehr Schaden. 5%. Die müssen jetzt... Da sind wir, haben wir schon wieder irgendwas getroffen. Mehrfachwirkung. Also so daueraktiv müssten die jetzt alle sein, die ganzen Fähigkeiten. Aber die haben immer noch einen Cooldown. Schadenserhöhung. Jetzt wird es langsam wieder voll. Aber nur kurz. Ja, wir machen die mal ein bisschen langsamer. Die müssen ja nicht so schnell laufen. So. Ja, Schaden. Der Schaden ist immer gut. Es ist natürlich mit so einem Endlos-Modus richtig cool. Bisschen Eis. Was wollen sie uns noch überrennen? 15% mehr Schaden. Also kann ja langsam mal wieder so ein Boss auftauchen, ne? Nein. Oh Gottes Willen. Mehrfachwirkung für Fähigkeiten Geschosse. Also für alle. Dann ist ja jetzt eigentlich das Ziel, so hoch im Level zu kommen wie irgend möglich. Das einzige Problem sind bis jetzt immer noch nur die Bosse. Weil durch die ganzen anderen normalen Gegner sieht man leider nichts mehr. Naja, und das Spiel an für sich. Oh nein. Ja, 100... Was war das denn? 182 Schaden? Welcher von ist denn jetzt der Boss? Ja, krass, ich sehe gar nichts. Also irgendwo steht hier ein Boss. Trefferchance mal lieber erhöhen hier. So. Ja, oh, da ist der Boss. Nein. Okay, der Boss ist...
Weiß ich nicht. Also keine Anzeige oben mehr, das heißt, er könnte tot sein. Bin mir aber nicht so sicher, hier sind überall dämliche rote Flächen. Ah, nee, ist tot. So, mal wieder hier in die Mitte stellen. Uiuiui. Aber ein bisschen ärgerlich. Oh Gott, ich sehe diese roten Flächen nicht mehr. So. Gut, haben wir jetzt Glück und hier ist irgendwo so ein blöder Heilungskristall. Es wird keiner angezeigt, das ist jetzt aber nicht so gut. Vielleicht hier irgendwo. Nö. Oh, ich brauche einen Heilungskristall. Ganz klare Sache. Oder wir müssen jetzt noch schneller in den Leveln aufsteigen. Kein Heilungskristall. So. Wo war denn die Mitte? Da. Also. Oh Gott. Also ich glaube nicht, dass wir noch lange machen. Wir steigen zu langsam im Level auf, was uns keine Heilung gibt. Also wir bekommen ja Heilung, wenn wir ein Level aufsteigen. Aber dafür müssen wir halt ein Level aufsteigen. Aha, Alexi, 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 wo ist er, wo ist er? Krass, ich sehe gar nichts. Da ist er. Nein. Nein, nein. Ha. Boah, da sind überall rote Flecken auf der Erde. Ach, er ist schon tot. Ja, also wir müssen jetzt irgendwie alles in Gesundheit stecken. Gesundheit, Block, all sowas. So, noch 1000 Monster und dann ist das hier auch fertig. Aber, boah, Alter, wir schaffen ja höchstens Level 150. Wie soll man denn 250 machen? Uiuiui. Ja, ein bisschen schneller machen. Das ist schon nicht schlecht. Also Mars steigt unsere Leiste super schnell und dann wieder gar nicht. Also es ist ja scheinbar irgendwie machbar. So, der Kettenblitz geht auch abartig weit mittlerweile. So, was nehmen wir jetzt? Ja, immer Blockkraft erhöhen. So, hier links, da links, da. Okay, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da unten, oh Gott. Nee, was ist denn jetzt? Krass, okay. Ey, so kann man voll gut leveln. Also weise 500, 150, 200 freigeschaltet. Unser Level steigt noch, obwohl wir tot sind.
Und der Boss stirbt auch. Erreiche Erfahrungslevel 100. Ja, das haben wir ja gemacht. 50.000 Feinde eliminieren. 500 Elite-Feinde eliminieren. Oh, war jetzt gar nicht so schlecht, wa? Das war sehr krass. Feinde getötet. Ja, kann ja nicht sein, ne? Feinde getötet. Also wenn wir 6... Obwohl, ja doch, kann ja doch sein. Ja, ja, okay, gut. Höchster Grad an Fortschritt bei der derzeitigen Fluchintensität. 269. Okay. Das war krass. So. Ja, das macht ja richtig fertig. Und hier ist so ein Event-Ding für Weihnachten. 102.000 Steine. Boah, dann können wir ja hier voll upgraden. Da fehlen uns 3, okay. Die fehlen uns jetzt nämlich überall die roten. Kein mit Geld? Echt keiner mit Geld. Na, der da aber. Na ja, machen wir den hier. Bewegungsgeschwindigkeit direkt. Oder Wirkhäufigkeit. Level up mehr Gesundheit. Flächenmodifikator. Kritischen Treffer. Dann machen wir hier Bewegung. Und kritisch, würde ich sagen. Cool, das kostet einen blauen. Blauen hatten wir ja. So. Runen. Oh, ist ja krass. Können wir alles freischalten. Geil. Also wir können jetzt 5 Runen haben. Wir haben eine freigeschaltet. Du beginnst das Spiel mit der speziellen Waffenfähigkeit für deine aktuell gewählte Waffe. Ah, okay. Wir haben dann also direkt eine andere Fähigkeit am Start. Trittsicher. Du erledigst 15%, erleidest 15% weniger Schaden aus allen Quellen und bist auch viel widerstandsfähiger gegen Abwehr. Cool. Wie macht man das denn? Feuer. Kontrolle Feuer. Naja, das brauchen wir nicht. Ich bin ja eh nicht mit Feuer. So, dann zeige ich euch jetzt mal hier die andere Figur noch schnell. Krass, welche war es denn? Der da? Arkane Weber, ja, genau. Der ist gut in Arkan. Aber hier gab es noch einen. Da. Zauberbrecher, der ist gut in Eis. Okay, das kostet 3 so eine Kristalle. Drei grüne, 3 gelbe. 3 grüne hätten wir noch. Und der da? Kostet nur Geld. So. Denn da haben wir jetzt nicht genug, aber weiß auch nicht, ob ich den spielen möchte. Aber wir werden noch den hier, Zauberbrecher, probieren. Und den Arkanweber, der ist bestimmt... Gucken... Arkan, Chaos, Natur, Feuer, elektrisch, heilig. Und er hat direkt einen Arkan Geschoss. Der ist jetzt auf Stufe 40 von 50. Hier müssten wir jetzt... Ne, warum haben wir den denn jetzt? So, hier müssten wir jetzt... Ja. Komplett abgeschlossen. Also die letzten beiden hier noch nicht. Und das heißt, man kann dann hier Stufe 2. Muss die alle aktiv haben. Und die alle aktiv machen, um 3 freizuschalten. Weil beende diese Karte mit 10 oder mehr Fluchintensität. Und wenn man alle aktiviert, ist es genau 10. Und hier, wenn du einen Feind tötest, besteht 10% Chance, dass ein Meteor in der Nähe. Erhöht die Anzahl der Elite-Feinde. Elite-Feinde spawnen 10% häufiger.
explosive Kobolde und jede empfangene Heilung wird verringert. Ist exakt dasselbe wie hier. Und jetzt hatten die Bosse 80% mehr Leben. Weil das hier alles anmachen, haben sie 200% mehr Leben. Und das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Das werden wir noch probieren. Auf jeden Fall muss es sau schwer sein, bis Level 7 zu kommen. Das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Oh, wir haben auch eine Bestzeit jetzt hier. 11:46, oder hatten wir die vorher schon? Keine Ahnung. Gut, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. War ja richtig aufregend und spannend. Oh, hier, die Runen werden hier jetzt hier auch angezeigt. Das ist natürlich cool mit den Runen. Muss man dann abwägen. 5 Punkte hat man, wie man die ausgibt. Also, war sehr cool mit diesem Unendlichkeitsmodus. Wir sind auch gut weit gekommen. Wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren, liken. Könnt auch gerne kommentieren, ob ihr schon, welcher euer Lieblingscharakter ist oder mit welchen Zaubern ihr spielt. Könnt ihr mich ja wissen lassen. Oder hier gibt es eine gute Kombi irgendwie von den Runen. Also wird es bestimmt irgendwie eine geben. Seid ihr schon bei Fluchlevel 7? Oder bei welchem Fluchlevel seid ihr? Könnt ihr ja gerne schreiben. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.